Cristiano Ronaldo ist scheinbar von Dämonen besessen und was der Kerl hier macht, Digga, keine Ahnung. Das hier sind lustige Momente, Bugs, Fails in FIFA 22. Das Intro schallert schon mal ordentlich und passt genau zum Video, denn FIFA ist manchmal eben lost. Alles klar. Alles klar, was war denn das für ein wilder Seitfalls hier? Oh mein Gott, okay, it's happening! Jetzt. Oi, Pfosten. Oh, nee, Pfosten. Da. Die Scheibe toast. Und sie fällt um. Nein. Meine Güte. Sirigo, lang, der ist lang. Ui, Kollege ist im. Der Kollege hier war einfach gerade im Weltall. Alter Schwede, was ist denn das bitte? Gucken wir uns das nochmal an, bitte. Was ist denn das für ein Glitch? Pium! Der ist noch immer unterwegs und jetzt gleich, bam, landet er und läuft einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? What? Ah. Okay. Ja, das, Frank Buschmann hier als Kommentator. Ah, Frank Buschmann, sag ich schon. Frank Buschmann. Wolf, meine Güte. Hui. Ja, da würde ich auch nicht hinlaufen zu dem Ball, wenn man dann verschwindet, Digga. Okay. Illuminati confirmed. Was ist denn das? Das sieht mir nicht richtig aus, dieser Freistoß. Warum stehen da einige Spieler hinterm Tor und warum ist der Freistoß 14 cm vor der Torlinie? Hä? Und der saved den so easy, der Torhüter. Das ist instant Welttorhüter. Pro Clubs. Oi. Da bist du aber brennheiß, wenn das einer auf dem eigenen Team ist, Digga. Das geht gar nicht. Torgest. Oh, Jan Oblak hat hier ein Rendezvous mit dem Pfosten. Ich glaube, das ist nicht erlaubt, im Elfmeter so zu verzögern. Aber wie gut ist die Pose von heute? Komm. Ich glaube, das ist nicht erlaubt, so lang zu verzögern. Complete the mission. Da kommt noch das 3:3. Oder er fällt komplett vor dem leeren Tor. Denied. Jetzt der Eckball. Es geht um alles oder nichts. Eieiei. Nochmal. Pfosten. Er macht's ja! Aber ja, da drehst du im Controller durch. Okay, und jetzt. Let's go. Wer schießt hier und kann man den reinbauen? Kann man den reinprügeln? Die Mauer springt schon mal. Er trifft. Der Torhüter war schlechter als der im ersten Spiel, denn der hat ihn ja gehalten. Maestro Kiepe. Wie, hoppala. Einfach kein Foul dafür gegeben. Ui. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, sich weh zu tun. 89. Minute. Oh, das Meme. And my day is ruined. Mini Checkpoint to remind you to leave a like, please. Ja, auch gern, bitte. Nein. War das Kepa sogar noch? Nur. Nee, oder? Ich weiß nicht. Das ist so eine Kepa-Aktion. Aubameyang. Den kannst du doch nicht. Den würde ich reinspielen. Vielleicht. Manchmal. Wenn es gut läuft. Okay? Oh.
Also so über Umwege kann man das Tor auch machen, aber ach, meine Idiot. Idiot, ja. Richtig. Der Ball auf einmal kurz Hyperspeed aufgenommen. Nakamura. Dann fängt er sich einfach ganz, ganz leicht runter. Ganz, ganz einfach. Auf entspannt. Ey, ins Leere gegräbt. Und voll drauf. Alles klar. Für Navas gelten die Spielregeln anscheinend nicht. Er kann auch außerhalb des Strafraums Hand nehmen. What the fuck, man? Aua. Fernando Torres. Aber schönes Tor gemacht. Oui. Ich frage mich ja immer, wie passiert den Leuten das? Ich habe wirklich viel FIFA gespielt früher, aber sowas ist mir nie passiert. Oder wird das Spiel einfach von Jahr zu Jahr schlechter? Das kann natürlich auch sein. What the fuck? Er hier ist einfach, was ist denn das? Er hat einfach außerirdisch auf einmal hin. Das ist ja unglaublich. Er dribbelt gleich im Stadion. Und er nimmt sich den Ball auf, als wäre nix gewesen. What the fuck? Also schreibt mir das bitte in die Kommentare, ich muss das wissen, ist euch das schon mal passiert oder passiert euch das regelmäßig im neuen FIFA? Das ist ja Wahnsinn. Da hat man ja das Gefühl, das ist nur verbuggtes Spiel. Was ist er hier? Er zappelt wie ein Fisch im Netz. Ja gut. Selber schuld für jeden, der gleich mit X rauspasst, ohne irgendwie zu gucken. Da geschieht es dir recht, dass du das Tor bekommst, aber trotzdem, was ist denn das? Was ist denn? Nope. Macht auch nicht. Na. Ui. Schönes Rendezvous mit dem Pfosten wieder. Digga, das brauchst du einfach nicht, dass dir da einfach der eigene Mann den Ball ins Tor spielt und dein Torhüter so, nö. Und was? Das ist also der Trick von Karim Benzema. Jetzt weiß ich's. Also, das sind teilweise wirklich. Ja, wissen Sie. Also. Warum? Warum so. Oh, okay, der war. I love this game. Da ist so viel falsch. Da läuft so viel falsch. Also, EA, bitte. Und das ist Folge 19, bitte, gell? Also, da sind noch mindestens 18 Folgen davor gewesen. Und was ist denn? Ich glaube, das war nicht die korrekte Ausführung des Freistoßes. Aber damit ihr das. Also, da sind wirklich noch andere Folgen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich da auch noch drauf reagieren soll. Denn das ist ja. Das ist so dumm. Was kommt jetzt für eine neue Animation? What the fuck? Er stirbt hier einfach auf dem Fußballplatz? Ja gut, Ronaldo ist hier komplett von Dämonen besessen. Das ist aber auch nicht gut. Die laufen einfach, oder? Die laufen nicht auf dem Platz, die laufen noch in der Luft. Die laufen in der Luft und die hier stehen einfach eingefroren da. What the f... FIFA ist wirklich ein stranges und irgendwie auch sehr, sehr... Wie sagt man? Mir fällt das Wort nicht ein. Sehr, sehr mystisches Spiel. So, kann man es, glaube ich, sagen. Meine Fresse. Ronaldo! Ja. Okay. Also Cristiano im Barca-Trikot schon zu sehen, ist ja schon strange. Das war das Strangeste an dem Clip. Nicht der Jubel oder so, sondern einfach
CR7 in einem Barca-Trikot zu sehen, das war strange. Nope. 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 Aber er macht ihn am Ende. Er macht ihn am Ende. Das ist doch ein Happy End. Ich habe immer das Gefühl, die Tore gehen dann nämlich nicht rein. Der macht ihn ja. Happy End, alles gut. Ende gut, alles gut. Da brennst du, wenn dir das ist. Oder das hier. Und der hat einfach noch L1 irgendwo gedrückt und lupft den drüber. Also, das kannst du nicht aus. Carlsson vom Dach. Ja, da haut er sich den jetzt. Ich hasse FIFA. Also wenn ich das hier so sehe, dann denke ich mir, ich habe wieder gar keinen Bock auf FIFA und alles richtig gemacht, dass ich das Spiel nicht mehr spiele. Aber irgendwie hätte ich schon wieder Bock drauf. Vielleicht mal. Wäre ganz gut. Muss man mal gucken. Pieface hier. Jungs! Wer hat das Spiel wieder entwickelt? Here we go again. Was ein netter Tanz. Ich finde die Dinger finde ich irgendwie ganz geil hinter dem Tor immer, dass die irgendwas sprühen. Das dürfte auch neu sein in dem FIFA. Oder ist das nur im Old Trafford? Okay, einfach mal raus aus dem Lewandowski ging. Lewandowski hat beim Anlauf wirklich diesen, den macht er in echt auch diesen kleinen Schritt. Ist das, hat er den im FIFA? Das wäre geil. Oh. Außerdem sieht er irgendwie aus wie, keine Ahnung. Oh. Schön. Hübsch. Nett. Sieht sympathisch aus. Wer stellt seinen Pro bitte so zusammen? Meine Güte. Let's go. Oh. Vom Pfosten einfach direkt in die Fresse bekommen, das Ding. Schmeckt nicht. Ohne Scheiß, wer hat die Torhüter hier programmiert in dem Spiel? Und was ist das für ein Abflug? Wie kommt man überhaupt zu so einem Bild? Ja. Yes. Jonathan David. Denied. Eusebio. Denied. Peter Latte. Oh, er probiert hier einen Seitfallzieher. Komm, kein Happy End. Kein Happy End. 1:0, 90. Minute. Ja. Disconnect. Und wechselt rein in eFootball, also den Nachfolger von PES. Meine Güte, Freunde, was da für Momente drin sind im neuen FIFA, das ist unglaublich. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, ob ich nochmal drauf reagieren soll auf sowas, also nicht auf das gleiche Video, und ob euch das auch schon mal passiert ist. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.